Ja, hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Ihr habt ein Video eingeschaltet, das mir persönlich ziemlich am Herzen liegt, weil ich bin leidenschaftlicher Gamer und ich habe es ja schon in den Craft Attack Folgen erwähnt. Ich würde gerne noch etwas anderes spielen als nur Minecraft hier auf diesem Kanal, aber ihr seid ja die Zuschauer und ihr dürft auf meinem Kanal auch auf jeden Fall mitentscheiden. Das heißt, wenn ihr nur Minecraft sehen wollt, dann ist das okay, dann mache ich nur Minecraft, aber ich habe mir jetzt 4 Spiele rausgesucht, die ich, wie ich finde, alle eine Chance verdient haben, von mir Let's Play zu werden, von euch gesehen zu werden vor allen Dingen. Und jetzt in diesem Video möchte ich euch diese 4 Spiele mal kurz vorstellen, wirklich nur ganz kurz. Ihr schreibt mir dann unten in die Kommentare, welches dieser 4 Spiele ihr am liebsten sehen wollt. Ihr könnt auch gerne eine Reihenfolge machen, ne? Nummer 4 möchte ich jetzt am liebsten spielen, danach vielleicht mal Nummer 3. Ne? Oder ihr könnt nur 1 in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, nur Minecraft. Aber eins sei gesagt, ich werde Minecraft nicht vernachlässigen, auch wenn ich noch ein weiteres Spiel mache. Das weitere Spiel kommt dann nur zusätzlich dazu. Also da schon mal keine Sorge. So, ich fange mal mit dem ersten Spiel an, was hier auf meiner Liste steht. Es heißt Metro 2033, ist ein Ego-Shooter, entwickelt irgendwo in Polen. Ich habe jetzt gerade, oder ich weiß gar nicht mehr, wo das entwickelt wurde. Es spielt ja auch jetzt gar keine so große Rolle in der Vorstellung. Es geht im Prinzip darum, wir spielen Artyom, einen Soldaten im nuklearen Winter. Wir leben quasi in Russland in einer Metro. Also eine Metro sind diese U-Bahn-Stationen. Und das ist ein Ego-Shooter, wie gesagt. Und viel mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Ich habe es schon mal fast durchgespielt. Wäre dann aber semi-blind, weil ich mich an kaum noch was erinnern kann. Ist ein ziemlich cooles Spiel. Und klingt auf jeden Fall cool. Im Hintergrund seht ihr das auch gerade. So, das zweite Spiel ist ein Spiel, auf das ich persönlich am meisten Bock habe. Ich habe es auch gerade hier neben mir liegen. Es heißt Rayman Legends. Es wäre für die Wii U. Macht ja nichts. Ich habe eine Wii U, ich habe eine HDP VR. Rayman Legends ist ein ziemlich geiles und lustiges Jump'n'Run. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und die Musik ist klasse und ach, ich liebe Rayman Legends, das ist echt cool. Ich habe es nicht durchgespielt, na, so zur Hälfte oder so ein Drittel habe ich durchgespielt, glaube ich. Und dann hatte ich da einfach keine Zeit mehr zu. Aber das würde ich persönlich sehr, sehr gerne spielen. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Auch, wie gesagt, Video seht ihr gerade im Hintergrund, das ist Rayman Legends. Und ich will auch gar nicht so viel Zeit damit verbringen. Wir spielen halt Rayman und wir klatschen ein paar Gegner um. Und ist halt typisches Jump'n'Run mit ein paar Leveln, die ziemlich cool sind. Das dritte Spiel wäre Evoland. Das hatte, glaube ich, mal einer in die Kommentare geschrieben. Deswegen habe ich es auch mit hier reingenommen. Das Spiel habe ich im Gegensatz zu allen anderen schon durchgespielt. Und es ist ein Spiel, in dem man quasi, wird nur 10 Parts haben oder so, dieses Let's Play dann, weil es echt ein kurzes Spiel ist. Aber Evoland ist im Prinzip ein Spiel, in dem man in die Vergangenheit des Videospiels reist und ganz am Anfang noch mit einem Schwarz-Weiß-Spiel startet. Man findet dann Truhen und in den Truhen findet man zum Beispiel Farbe und plötzlich ist das Bild bunt. Oder irgendwann findet man eine Truhe und dann findet man 3D, ne? Und dann geht man von Pixelgrafik in 3D-Grafik um. Ist ein cooles Spiel mit ziemlich vielen Referenzen zu anderen Spielen. Ich weiß nicht, für ein Let's Play würde ich auch gerne machen, ne? Ist dann eure Entscheidung, wie gesagt, wenn ihr Evoland sehen wollt, stimmt für Nummer 3. Und als letztes, als viertes, habe ich ein Spiel, das ich niemals spielen wollte, weil diese Art Genre ist eigentlich für mich bis jetzt ein Tabu-Genre gewesen. Das einzige Spiel, was ich aus diesem Genre mal gespielt habe, war Outlast und das nur für ein paar Minuten auf der PS4 und dann habe ich es ausgemacht. Habe ich auch nur gespielt, weil es in meinem PlayStation Plus-Abo drin war. Und das Spiel, was ich meine, ist Dead Space. Ja, es ist ein Horrorspiel. Ich will mich eigentlich aus dem Horror-Genre raushalten. Aber für euch würde ich es wagen, mich da mal reinzuknien. Und zwar nicht direkt nur mit einem kleinen C, indem wir mit einem kleinen Horrorspiel anfangen, sondern halt direkt mit dem ganzen Kopf voll reingebrettert. Und Dead Space, weil Dead Space ist schon eine harte Nummer. Vor allem das erste Dead Space, was ich dann machen würde. Wie gesagt, wenn ihr ein Horrorspiel sehen wollt, ich mache keine Facecam, kann ich direkt schon sagen, aber wenn ihr ein Horrorspiel sehen wollt, dann auf jeden Fall Nummer 4, Dead Space, ist angesagt. Ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Play dann komplett durchziehe, nicht weil ich keinen Bock drauf hätte, sondern weil ich nicht weiß, ob ihr das auch alle gucken wollt. Dann würde ich irgendwann nach 10 Folgen oder so, würde ich dann fragen, ob ihr weiter gucken wollt und dann könnt ihr das entscheiden, damit, wenn ihr jetzt sagt, okay, probieren wir mal aus, wir gucken uns das Spiel mal an. Und dann findet ihr es doch scheiße, dann kommen 10 Folgen und danach könnt ihr sagen, nee, hör bitte auf, hat ja keinen Sinn so. Und dann werdet ihr auch nicht damit vollgespammt in eurer Abo-Box, das deswegen. Wenn aber genug Leute sich für eins dieser 4 Spiele interessieren, dann auf jeden Fall gerne. Ich bitte euch wirklich darum, einen Kommentar zu schreiben, ist mir wirklich wichtig. Also ich zähle doch mal alle auf. Als erstes Metro Last Light, es ist ein First-Person-Shooter.
Als zweites Rayman Legends, ein Jump'n'Run von Ubisoft. Ja, super Spiel, ist richtig geil. Als drittes Evoland, also ein kleines Spiel, in dem man in die Videospielgeschichte zurückreist. Und als viertes ein Horrorspiel, Dead Space, da werde ich mir ordentlich in die Hose scheißen. Also schaut mal nach, informiert euch, wenn ihr wollt, ein bisschen über die Spiele. Müsst ihr nicht, ich habe euch jetzt so ein bisschen gesagt, was darin vorkommt. Und ich will euch das Spiel ja im Prinzip noch zeigen. Also stimmt doch einfach ab, wir sehen uns dann in der Craft Attack Folge morgen oder in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Ciao Leute.